Yo, was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute sind wir zurück bei einem neuen Granny-Spiel. Und zwar spielen wir heute Granny 3. Wir spielen das allererstes nur mit Granny, ohne Grandpa. Weil ganz ehrlich, am Anfang gleich beide ist schon ziemlich schwer. Aber deswegen nur mit Granny, okay, in der ersten Folge. Und what the hell? Das ist anscheinend ihr neues Zuhause, so wie es aussieht. Alter, sie hat Kameras installiert. Obwohl, das hatte sie schon mal. Das ist nichts Neues auf jeden Fall. Aber, damn. Das ist ihr Haus und es wurde gelockt. Oh nein. Wieso gehen wir da eigentlich rein? Wieso gehen wir da eigentlich rein? Das ist halt meine Frage. Ich habe keine Ahnung, aber dieses Haus sieht absolut gigantisch aus. Und da draußen steht sogar ein Auto. Ziemlich crazy. Okay, also das Intro geht immer noch. Es ist noch nicht vorbei. Aber, what? What? Warte mal. Sollen wir vielleicht alles nochmal nach unten bringen, um da durchzukommen? Oder wie sieht es aus? Weil ich habe gerade keine Ahnung. Ach du Kacke. Er geht da nicht rein, oder? Ich meine, was anderes bleibt ihm nicht übrig. Er ist ja wortwörtlich gefangen. Und theoretisch geht man ja davon aus, wenn du nicht weißt, wo du lang gehst, dass du bei einer Person reinkommst, die nett zu dir ist. Ja, der sieht nicht nett aus. Eine Strohflinte. Er hat mich mit der Strohflinte attackiert. Irgendein Typ, er hat nicht mal ein Wort mit mir gewechselt und hat mich attackiert. Oh mein Gott, ist das crazy, Tag 1. Okay. Das ist verrückt. Es ist absolut verrückt. Aber wir wachen auf in einer Zelle und das ist auch sehr gut so, weil als allererstes muss ich auf jeden Fall meine Einstellung ändern, damit ich quasi alles verwenden kann. So, ich hoffe, das wird jetzt gut sein. Ich kann nur noch nicht meine Maus bewegen, sonst habe ich alles. Okay, es funktioniert. Ich glaube, jetzt wird alles, ja, funktionieren. Okay, die ganze Steuerung ist eingestellt für den Rest meines Lebens hoffentlich. Aber wir sind hier gespawnt, in dieser Gegend und hier sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich meine, wir sind in einer Zelle gespawnt und wir versuchen rauszukommen. Und ja, was wir machen müssen. Wir können hier nicht raus, weil es zu ist. Und ich sehe da auch schon was auf dem Boden. Und zwar ist es ein Lockpick ist das, okay? Und den können wir einfach hier einsetzen, wenn wir wollen, richtig? Oder nicht? Was? Oh! Oh! Wow, wow, warte kurz mal. Was habe ich gemacht? So? Wie habe ich das gemacht? Oh, es funktioniert, okay. Ich habe es rausbekommen. Wir müssen hier gedrückt halten, um hier rauszukommen. Was zum Teufel? Das Gute ist, Grandpa hat uns zwar getötet, aber ich dachte mir beim ersten Durchlauf, wo wir noch keine Ahnung haben, was wir tun sollen, sollten wir auf jeden Fall nur alleine spielen mit Granny. Ich frage mich, ob sie mich tötet, wenn sie mich alleine in der Zelle sieht. Weil bei dem einen Spiel, was wir gespielt haben, war das ja nicht so. Da, ja, wurde ich einfach nicht getötet, als ich in der Zelle gesehen wurde. Aber hier kann ich mir schon vorstellen, dass wir gleich getötet werden. Und hier haben wir ein Schloss. Lass mal sehen. Das ist was für ein Schloss? Padlock Key brauche ich dafür, okay. Dann brauchen wir Padlock Key und dann geht das auf wahrscheinlich. Und hier müssen vielleicht ein paar Vasen drauf oder so, da bin ich mir nicht sicher. Aber mir fällt auf, ich bin ziemlich langsam. Ich bin sogar sehr langsam. Ich glaube, das muss ich kurz ändern. No! Wow! No! Was? Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich war einfach nur dabei, meine Sachen zu machen. Und dann ist das passiert. Okay, lass mal sehen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich schneller, perfekt. Ich weiß nicht, ob das das Schnellste ist, was es gibt, aber ja, wir können es ja nochmal so austesten. Ja, das ist das Schnellste, was es gibt. Okay, sehr schön. Perfekt, das haben wir ebenfalls geschafft. Jetzt haben wir hoffentlich alles. Ich meine, ich gehe mal davon aus und... What? Oh, what? Ach so. Jetzt können wir mehr Türen öffnen hier. Das ist verrückt gerade. Das ist absolut verrückt. Was ich wohl hier befinde... Oh mein Gott. Okay, das war ein anderer Gefangener anscheinend. Der hat hier auch... Der war hier auch, aber wie ihr wisst, ich bin ein Glückspilz. Mir passiert meistens nur Gutes. Oh, okay. Sehr gutes Timing auf jeden Fall, sehr gutes Timing. Aber, ja, wir können hier auch rausgehen anscheinend. Das Ding ist, ich brauche eine Abkürzung, wie ich Granny am besten entkomme. Weil sagen wir, sie folgt mir, dann müssen wir einen Weg finden, damit sie mich nicht erwischt. Oh mein Gott, okay, warte mal. Wenn ich hier runtergehe, gibt es hier irgendwie einen Weg? Ich meine, wir können hier reingehen. Ja gut, das wird uns aber nichts bringen, da reinzugehen. Wir haben... Warte mal, was ist hier? Wir haben keinen Weg, um... Okay, wir können sie vielleicht hier so austricksen, aber das wird auch nicht so einfach. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden. Aber im Keller ihr zu entkommen wird sowieso sehr schwer sein, leider. Aber wir gehen jetzt nach oben und sie hat echt schicke Tapeten hier. Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wo ich lang gehe. Gehen wir mal zuerst in dieser Tür hier. Hier ist ein Raum. Warte, ich mach mal kurz zu hier. Ein Fernseher. Ach, hier kann normalerweise bestimmt auch irgendwas sein. Irgendeine Keycard oder sowas, aber hier in diesem Fall ist es nicht. Ich lasse es mal offen, was... Okay, Slenderina folgt mir anscheinend öfter. Wie ihr wisst, Slenderina hat ja was mit ihr zu tun, mit Granny. Also, das ist absolut verrückt, aber... Warte mal. Oh, ich hab... Oh Gott. Okay. Oh, Matches. Werde ich merken. Ich weiß noch nicht, wofür das ist, aber dann können wir irgendwas... Oh mein Gott, scheiße. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem, oder? Ich glaube, ich könnte ein Problem haben.
Lass mal sehen, ob sie runterkommen wird. Da war sie nämlich. Weil das Ding ist, ja, was machen wir jetzt? Sie hat mich jetzt gesehen. Sie weiß, dass ich jetzt hell entkommen bin. Jetzt kommt es darauf an, ob sie hier runterkommt oder nicht. Oh Gott, ich hoffe, sie kommt hier nicht runter. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Vielleicht wartet sie auf der Treppe, bei der Treppe auf mich. Wie ihr wisst, wir haben ja, ich glaube, 3 Tage oder sowas Zeit. Was schon ziemlich viel auf jeden Fall ist. Aber warte, lass mich kurz mal was nachsehen, bevor ich nach oben gehe. Weil ich habe das Gefühl, dass wir hier quasi irgendwas anzünden können. Nee, können wir nicht, oder? Oh! Okay, Alter. Also, das ist unerwartet, dass immer wieder Sandrine einfach so kommt. Das ist crazy. Okay, lass mal nach oben gehen. Lass mal sehen, wo sie ist. Ist sie hier? Nein, okay. Hat sie die Matches mitgenommen? Hat sie nicht. Wir müssen aufpassen, dass ich keinen Bodenknatschen habe. Okay. Wo ist sie wohl hin? What? Wir können rausgehen. Warte, da liegt draußen ein Item. Was ist für ein Item da draußen? Ist es vielleicht der Padlock Key? Das ist ein Stein. Interessant. Ich weiß halt nur nicht wozu. Deswegen gerade zu nehmen, wäre das vielleicht nicht das Schlauste. Wieso bin ich schon wieder so langsam? Das ist verrückt, dass ich so langsam bin, ne? Oh Gott. Ich weiß nicht, was normal ist, aber müsste eigentlich... Oh! Oh! Oh mein Gott, ich schon wieder. Wir müssen abhauen. Oh mein Gott. Lass mal sehen. Doch, das ist das Schnellste, was geht. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, lass mal lieber weglaufen. Ist es ernsthaft das Schnellste, was geht? Wieso bin ich hier so langsam? Das macht mich gerade verrückt, dass ich so langsam bin. Ey, jetzt ohne Scheiß. Das macht mich so ein bisschen verrückt gerade. Ich meine, ich bin ja nicht geduckt. Was machen wir hierfür? Shed-Key. Okay, interessant. Wie gesagt, das Spiel kam erst vor gestern raus oder sowas. Oh, wir haben hier wieder die Guillotine. Okay, das ist gerade verrückt. Dieses Ding, da mussten wir beim ersten Teil eine Wassermelone reintun. Also Shed-Key brauchen wir dafür. Hier brauchen wir was? You can cut things in this. Also du kannst Sachen dran schneiden, okay. Sehr interessant. Oh! Oh, ich dachte, wieso denke ich jedes Mal, das ist Granny? Würde ich nicht denken, das ist Granny, hätte ich keine Angst. Ist ohne Scheiß. Lass mal sehen, was wir hier finden. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Schlüssel. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass Granny herkommen wird. Deswegen lass mal hier kurz gucken. Okay, okay. What? Oh, das hört sie, oder? Hört sie das? Ah, ist das ein Fahrstuhl? Oh, das macht aber Geräusche, ne? Das ist doch nicht so gut, dass es Geräusche macht. Wohin fährt das? Okay, da können wir bestimmt einen Gegenstand irgendwie nach oben bringen oder so. Frag mich aber nicht, oder kann ich da oben gehen? Warte mal, wenn ich, ja, wenn ich mich ducke. Okay. Okay, das ist interessant. Hol dir das mal runter. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wow, wow, wow. Feuerholz. Oh! Yes. Okay. Okay, das ist verrückt. Jedes Mal passiert das. Ich erschrecke mich jedes Mal bei ihr. Das ist so unerwartet. Das ist so unerwartet, weil normalerweise passiert sowas nicht. Das ist crazy. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Holz. Das ist sehr schön. Wir suchen deswegen das Items. Ich merke mir da, wo sie sein werden. Ich glaube, ich werde erstmal. Passt auf. Ich schaue mich kurz mal hier oben, ob hier noch irgendwas ist. Sieht aber nicht danach aus, ehrlich gesagt. Also, würde ich sagen... Warte, hier oben auch nicht. Na, okay. Dann würde ich sagen, lass mal versuchen, hier reinzugehen. Und kann ich das vielleicht aktivieren dann... Jetzt... Komm schon. Nein, geht das nicht? Das muss doch gehen, oder? So, und jetzt gehen wir nach oben. Wohin würde mich das jetzt führen? Weil hier gibt es verschiedene Ebenen anscheinend, so wie es aussieht. Okay, das ist crazy. Lass mal sehen. Gehen wir mal hier hin. Oh mein Gott. Warte mal, okay. Also wir können jedes Mal... Oh, Teddy, den wollen wir nicht nehmen. Den wollen wir auf keinen Fall nehmen, den Teddy. Wir wissen, was der Teddy macht. Das ist der Teddy von Sandrina. Und wenn Granny das erfährt, dann haben wir die Arschkarte. Darauf haben wir keinen Bock. Okay, lass mal hier lang gehen. Holz. Ja, ja, okay, dann hole ich das Holz gleich mal, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache es sogar jetzt, um es in mein Langzeitgedächtnis zu bringen, dass wir da in der zweiten Ebene Holz brauchen, okay? Also, das wird wahrscheinlich sehr wichtig sein. Warte mal, what? Ich habe irgendwas gehört. Wo ist eigentlich Sandrina? Sie kam schon wieder länger, nicht? Ich weiß gar nicht, wann sie genau kommt. Oh, ich habe eine Erinnerung. Ja, danke auf jeden Fall. Später erinnern. Danke, danke auf jeden Fall, Spiel. Warte mal, kommt das jetzt oder wie sieht's aus? Ich meine, hier können wir sie gut flankieren, aber das Ding ist, ich bin halt relativ langsam, das mag ich nicht. Wo ist es denn, der Fahrstuhl? Verdammt, okay, die Frage ist, wie komme ich nach oben? Ich mach's nochmal. Kommt das Teil nicht nach oben? Das kommt nach oben anscheinend, aber das verwirrt mich halt so ein bisschen, weil ich sollte auch in meine Ebene kommen, oder? Ich würde nämlich gerne das Holz abholen jetzt. Na los, komm schon. Und da ist es. Und, what? Ach so, es geht... Ah, ich verstehe. Okay, jetzt verstehe ich. Na gut, dann lass uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Hier, genau, hier war der Teddy. Den, ich lasse mal offen, damit ich Bescheid weiß. Ich glaube, wir müssen während der Fahrt einfach da reingehen, sozusagen. Das ist eine Option. Da ist ein Spiegel. Hier in diesem Raum brauchen wir noch Holz. Erstmal ins Badezimmer gehen. Und dieses Haus ist komplett zerstört. Ist sie umgezogen oder was genau ist hier passiert?
Das würde mich interessieren. Oh. Okay, alles gut. Wir haben hier ein Badezimmer auf jeden Fall. Sieht interessant aus. Okay. Das Ding ist, wenn Slenderina kommt, dann... Nein, oh, hier ist etwas. Safe Key. Okay, okay. Werde ich ja merken, dass nächstes, wenn Slenderina kommt, dann dreht sich die Kamera sofort mit. Also ich schaue sie immer automatisch an. Was es halt gruselig macht, okay? Wenn sie einfach so erscheinen würde, würde ich mich daran gewöhnen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich so daran gewöhnen werde. Bestimmt. Wir können Sachen spülen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir dadurch Sachen reinigen werden. Theoretisch willst du ja keine Sachen in die Toilette stecken, um Sachen zu reinigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das hier tun werden. Oh, scheiße. Scheiße. Okay, mach Tür zu. Oh, nein. Oh, nein. Mach Tür zu. Nice. Gehen wir in den Fahrstuhl. Oh, oh. Kommt sie her? Wo ist der Fahrstuhl? Oh, je. Where are you? Nirgendwo. Okay, wir gehen erstmal runter. Und werden jetzt erstmal, würde ich sagen, das Holz holen. Theoretisch wäre es sogar eine geile Sache, wenn wir unten einfach mal ein paar Geräusche machen würden. Okay, das wäre ziemlich, ziemlich schlau sogar. Oder ich gehe komplett nach oben. Das wäre auch eine Option, weil sie ist ja gerade an einer anderen Stelle. Also sollten wir hier unten relativ sicher sein. Das Holz war hier. Okay, das nehmen wir einfach mal mit. Weil, wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir nochmal nach oben gehen. Ich gehe erstmal nochmal in die zweite Ebene. Ich hoffe, sie wird mich da nicht sehen, weil sie da nicht lang gehen wird einfach. Aber das sehen wir jetzt hier. Und ist sie hier irgendwo? Und sie ist hier nicht. Okay, das ist sehr schön. Da können wir schon mal das Holz reintun. Und dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes nach oben. Ich weiß ja nicht, wo sie genau sein wird. Aber ist sie hier? Nein. Okay. Da würde ich sagen, wir packen erstmal das Holz hier rein. Perfekt, wir haben das Holz hier drin. Und das Ding ist, wir müssen es aber anzünden natürlich. Matches. Warte, Matches habe ich sogar auch gesehen. Das war nicht da, wo der Stein ist. Matches waren an einer anderen Stelle. Da oben ist ein Rollstuhl. Okay, ja, ich weiß nicht, ob sie den benutzt. Warte mal, Matches. Ja, ich weiß, wo sie waren. Sie waren in der ersten Ebene. Deswegen würde ich sagen, wir holen den Fahrstuhl erstmal zurück und gehen einfach mal in die erste Ebene. Wir könnten natürlich auch hier in dieser Ebene bleiben und sofort die Treppen nutzen. Aber das werden wir erstmal nicht tun. Wir gehen erstmal nach unten und kümmern uns darum, dass wir irgendwie diese verdammten Matches bekommen, okay? Oder wir gehen halt einfach komplett nach oben. Das würde auch eine Option sein. A oder B. Nach oben gehen oder erstmal Matches holen. Ich würde sagen, wir werden erstmal Matches holen. Ja, wir werden erstmal Matches holen. Weil ich habe das Gefühl für die dritte Ebene. Ich habe das... Oh. Okay, sie ist hier. Das ist eigentlich eine gute Sache, oder? Wie gesagt, wir sind hier relativ langsam. Ich weiß wirklich nicht, wieso wir hier so langsam sind. Hier sind aber überall Steine. Ich glaube, mit den Steinen kann man sie quasi irgendwo hinlocken, sozusagen. Wodurch sie dann dahin gehen wird. Und wodurch wir dann mehr Zeit haben, um andere Sachen zu machen. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Aber na gut, lass uns hier lang gehen und einfach mal gucken. What? Okay, ich bin sprachlos. Wieso habe ich das Gefühl, wenn ich nach vorne laufe, bin ich schneller, als wenn ich zur Seite laufe? Macht eigentlich auch Sinn, wenn man so sieht. Ich will mal versuchen, einen Stein zu werfen. Das war eigentlich eine witzige Sache. Lass mal sehen, ob sie dann herkommt, weil theoretisch sollte sie das. Ich meine, die Steine sollten ja dafür sein, um sie abzulenken, oder nicht? Also lassen wir mal so einen Stein nehmen. Genau, und jetzt haben wir einen Stein. Aber die Frage ist, wie kann ich den werfen? Muss ich vielleicht hier draufklicken oder... Ich weiß nicht genau, wie ich ihn benutzen kann, den Stein leider. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, wir haben einfach den Stein, aber... Warte mal, die behalten wir einfach so im Inventar? Behalten wir alle... What? Wir haben mehrere Sachen im Inventar? Oh! Das ist gerade verrückt, weil das wusste ich ehrlich nicht. Dass wir mehrere Sachen im Inventar haben können. Darum habe ich gar nicht gedacht, weil das nie der Fall war in Granny. Aber anscheinend ist es bei diesem Granny so, dass wir Sachen in unserem Inventar haben können. Okay, sie hat hier eine Falle platziert. Können wir sie mittlerweile auch beseitigen? Oder wie sieht es aus? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß gerade nicht, wo sie ist, ehrlich gesagt, aber... Wir wollten ja die Matches holen. Das werden wir jetzt auch tun, natürlich. Und ich weiß halt nicht, wo sie langgegangen ist. Ich muss aber sagen, draußen fühle ich mich immer so ein bisschen sicherer. Vor allem sollten wir theoretisch lieber den Fahrstuhl nehmen, auf jeden Fall. Und wir können auch so Sachen fallen lassen. Okay, das, ich wollte nur kurz gucken, ob ich den richtigen Button habe. Bei Drop habe ich aber anscheinend, was sehr schön ist. Na gut, unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall, nach oben in die zweite Ebene zu gehen. Und dort uns... nein, hör auf, bitte. Oh mein Gott, sehe ich so aus, als hätte ich gerade Zeit. Ich bin halt aber sehr dankbar dafür, dass Slenderina quasi nicht kommt, okay? Ich weiß nicht, wo Slenderina ist, aber sie ist momentan nicht da anscheinend. Was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Also würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier langsam, aber sicher lang. Ich weiß halt nicht, ob sie hier ist oder nicht, weil ich weiß halt nicht, wo sie langgegangen ist. Sie hat mir anscheinend gefolgt, aber ich weiß nicht, ob sie zurückgegangen ist oder nicht. Und man kann es nie wirklich einschätzen, okay? Sie ist aber anscheinend hier nicht drin, was sehr schön ist. Und wir wollen jetzt in die zweite Ebene kommen, wo das Gute ist. Ich glaube nicht, dass sie... Hier kann sie mich zum einen nicht erwischen, weil hier, sie kann sich nicht bücken. Sie hat einen sehr alten Rücken und kann mich hier einfach nicht erwischen. Aber wie gesagt, wir haben die Steine. Und da, theoretisch, warte mal, wenn ich alle Sachen mehrmals aufheben kann, dann kann ich die anderen Sachen ja auch aufheben. Aber den Teddy werde ich nicht aufheben, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich den Teddy nehme,
haben wir ein Problem. Aber ich glaube, das zählt nur bei den Steinen so, weil das Ding ist, ihr könnt sehen, bei den Matches zählt das ja nicht so, okay? Wir machen das mal hier an. So, jetzt haben wir das angemacht. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir werden in die nächste Ebene gehen. Wir werden vielleicht, ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen soll. Ich glaube, ich sollte sie einfach mal hier fallen lassen, sodass Granny hierher kommen wird, weil jedes Item, was wir fallen lassen, wird sie normalerweise hören. Okay, wir müssen den Knopf zweimal drücken, glaube ich. Weil wir wollen ja nach oben gehen. Und jetzt, warte mal. So. Und jetzt drücken wir nochmal. Geht es nach oben? Es geht nicht nach oben, okay. Frag mich nicht, wieso. Okay, es ist unten. Das Ding ist, die Stelle ist ziemlich geil. Wir müssen so warten, okay. So machen wir das so. Und jetzt versuchen wir, wieder reinzugehen und nach oben zu gehen. Das erste Mal in die dritte Ebene zu gehen, weil da waren wir noch gar nicht. Okay, okay, es geht nach oben. Ich schaue mich denn jetzt um, ob Granny herkommt. What? Ach so, der Fahrstuhl ist nur eine Plattform. Oh mein Gott. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir müssen jetzt wieder warten. Und dasselbe. Oh! Oh mein Gott. Okay, chill. Wir müssen, ich glaube, verschwinden vor ihr. Okay. Oh nein. Okay. Kacke. Das ist aber nicht so schlimm. Okay, sie ist ziemlich blöd. Oh nein, sie geht hier lang. Hier, kommt hier lang. Komm hier lang. Komm hier lang. Komm hier lang. Genau, komm hier lang. Perfekt. Hier lang. Sehr schön. Ich werde das mal hier fallen lassen. Ich weiß ja, wo die sind. Und werde jetzt mal hier lang gehen. Wir werden die Tür schließen und nach oben gehen. Weil da wollten wir ja sowieso hin. Theoretisch können wir auch den Weg nehmen. Ich habe mich nur für den anderen Weg entschieden. Frag mich nicht, wieso, ist aber so. So, wir haben hier zwei. In der dritten Ebene haben wir zwei Dinger. Okay, hier ist ein Bett. Oder können wir uns verstecken? Ich habe noch keinen Knopf dabei drauf gesetzt. Ich glaube, das sollte ich jetzt kurz tun, oder? Sie kommt hier nicht hoch. Ich glaube, ich sollte kurz einen Knopf setzen auf Verstecken. So, jetzt können wir uns jederzeit hier verstecken, wenn wir gerne wollen. Das ist sehr praktisch, weil diese Strategie war sehr gut in Granny, in den letzten Granny-Teilen auf jeden Fall. Dass wir uns bei Sachen verstecken konnten. Aber leider sind hier keine Gegenstände. Aber ich habe was Interessantes gesehen. Da würde ich halt auch gerne lang gehen, aber ich kann gerade ehrlich gesagt nicht. Und ja, okay, wir warten das mal kurz, weil sie ist halt in der dritten Ebene gerade und genau da wollen wir uns umschauen, okay? Also das ist quasi das Ding. Deswegen, ich überlege gerade, wie wir das am besten machen wollen. Ich meine, warten ist eine Option. Oder wir locken sie nach unten und dann quasi flankieren wir sie und gehen nochmal nach oben, damit wir uns oben noch besser umschauen können, weil oben sollten wir alles... Oh nein. Genau, okay, das war's. Oh mein Gott, ja. Das ist ein Jumpscare, das ist ein Jumpscare. Ja, sie haben mich erwischt, okay. Den Jumpscare kennen wir bereits natürlich. Ich denke, die sollten wir alle kennen, theoretisch. Aber ist nicht so schlimm, weil wir haben zum einen keinen Gegenstand unter der Hand gehabt, was sehr schön ist, außer ein paar Steine. Ich weiß gar nicht, ob wir die behalten oder nicht. Aber wir sind bei Tag 2 und ich glaube, jetzt, wo ich mich erinnere, gab es 5 Tage. Was ziemlich viel ist eigentlich, weil das 5 Chancen sind und wir haben das auch noch behalten. Okay, und wir sind wieder hier. An dieser Stelle, okay. Dann würde ich sagen, let's go. Lasst uns versuchen, wieder rauszukommen. Genau wie davor, wir kennen ja das Spiel bereits. Okay. Ich meine, es gibt hier vieles zu lernen. Bei einem neuen Granny-Teil gibt es immer mehr, das zu lernen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen mehr Padlock hier. Also wenn ich den finde, werde ich auf jeden Fall wieder runtergehen und den sofort einsetzen. Weil das sieht echt interessant aus, was es dort gibt. Und ja, der Typ, der da tot ist, hat anscheinend nichts mehr zu bieten, leider. Ist halt einfach so. Was soll ich sagen? So, lass uns kurz umschauen. Warte mal. Hier, war hier etwas drin oder war hier nichts drin? Hier war, oh, hier kann man sich übrigens auch verstecken. Wollte ich nur kurz erwähnen, dass man das theoretisch kann. Aber gut, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal... Warte mal, hier kann man sich auch weiter umschauen, ne? Genau, die erste Ebene ist absolut gigantisch. Wie gesagt, sie lebt in einer verdammten Villa. Was quasi bedeutet, dass hier gefühlt 1 Million Sachen sind. Hier... Oh! Okay, ach, vielleicht geht es sogar schneller, wenn wir zu ihr gehen. Ah, wir kommen also hier auch hierher. Okay, sehr interessant. Ja, wir müssen in die dritte Ebene auf jeden Fall. Also, da gibt es keine Option. Also, wir müssen in die dritte Ebene. So, hoffen wir einfach mal, dass sie herkommen wird. Das wäre sehr schön. Wir werden komplett da oben gehen. Und wie gesagt, hoffen, dass sie einfach dort nicht ist. Ich glaube, solange ich hier geduckt bleibe, sollten wir auf der sicheren Seite sein. Ich kann auch gerade nicht einschätzen, wo wir gerade sind. Aber, ja, ich hoffe, sie wird einfach nicht hier sein. Ist sie hier? Sieht nicht danach aus. Hier ist der Fahrstuhl. Okay, Rollstuhl meine ich natürlich. Wir benutzen den Fahrstuhl gerade. Der Dummy. Okay, ah. Oh, kacke. Das hat Geräusche gemacht. Okay, der Boden knarscht aber nicht. Oh, Plank. What? Ah, okay, okay. Sie kam wieder. Wir können das hier umstoßen, wenn wir wollen. Ich glaube, wir müssen hier den Teddy reintun. Ich glaube, ich soll das probieren, oder? Es könnte natürlich sein, dass sie mich 100%ig dann bekommen wird, weil... Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Warte mal, Plank? Brauchen wir wahrscheinlich hierfür, um hier lang zu gehen, oder? Ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir sollten es einfach mal probieren, würde ich stark behaupten. Weil wir brauchen hier für irgendwas der Plank, oder nicht? Lass mal sehen. Nehmen wir es mal mit und lass mal sehen, ob wir es... Oder können wir ja anders auch lang nähen, ne? Lass mal sehen. Okay, hier geht's leider so nicht lang. Das ist sehr merkwürdig.
Okay, das funktioniert leider nicht. Sehr, sehr schade. Ich verstehe gerade nicht, wieso. Aber wir können das hier nicht hinlegen. Das Ding ist, wir sind hier relativ sicher, habe ich das Gefühl. Aber warte mal, von wo wir... Wow. Oh! Jedes... Ich kann nicht. Jedes Mal, ne? Ich glaube, wir müssen uns erstellen oder sowas. Da oben. What? Ah, okay. Kommen wir damit vielleicht hoch oder so? Das wäre auch eine Option, oder? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich werde mich hier verstecken. Weil hier kann sie mich, glaube ich, nicht bekommen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Alles klar, wir werden erstmal das hier benutzen. Oh, warte, wir müssen es... Ich glaube, wir sind hier relativ sicher. Ich will aber den Teddy auf jeden Fall holen. Also, werden wir das auch tun. Dann lass mal sehen, ob der Teddy überhaupt reinpasst. Oder ob sie mich absolut verfluchen wird. Ob sie mich die ganze Zeit verfolgen wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also, ich werde den mal nehmen. Aber bevor ich ihn nehme, werde ich auf jeden Fall... Weil, wie gesagt, ich habe da keine gute Erfahrung mit dem Teddy gemacht. Den zu in der Hand zu halten. Gar nicht, wirklich. Es war nie gut, in Granny das zu tun. Aber gut, wir probieren es einfach mal. Und dann werden wir den Fahrstuhl nach oben bringen. Wir nehmen das hier. Und jetzt haben wir die Arschkarte. Weil jetzt verfolgt sie mich die ganze Zeit. Aber wir gehen nach oben. Und lass mal sehen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Kommt sie hier auch hierher, Granny, oder nicht? Das ist meine Frage. Könnte natürlich sein, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, lass mal sehen, ob wir es hier rein tun können. Nein. Oh. Oh. Okay. Das ist auch bei einem anderen Teil passiert. Das ist quasi ein Easter Egg. Und es hat funktioniert. Ne. Safe Key. Oh mein Gott. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wortwörtlich Gänsehaut. Wir müssen jetzt wissen, wofür wir das Holz verwenden. Aber Safe Key. Warte, wir hatten zwei Keys. Genau, der Safe Key war draußen, von dem, wie ich mich erinnern kann. Das heißt, wir müssen komplett wieder nach unten gehen. Was bedeutet, wir werden, passt auf, wir werden das hier umstoßen, sodass sie das hören wird, hoffentlich. Und dann wird sie hoffentlich, naja, ne, nach oben gehen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie es tun wird, weil sie oben mehr Sachen hört. Und Granny ist ein Spiel, wo sie fast alles hört. Also, ja, deswegen, wie gesagt, normalerweise kann man das auch zu zweit spielen. Normalerweise könnte auch Grandpa dabei sein. Wir spielen es aber erstmal nur mit Granny. Also ich denke, das sollte verständlich sein. Wir müssen mal alles kennenlernen, wir müssen wissen, was wir tun sollen, wo die Items sich befinden und so weiter und so fort, bevor wir die Schwierigkeit zu verbessern sozusagen, vergrößern oder wie auch immer. Also ja, lasst uns aber mal hier lang gehen und gucken, wo wir den Safe Key benutzen können, weil hier irgendwo können wir es tun. Und ich kann euch sagen, ich komme hier einfach so langsam vor, ne? Ich weiß nicht wieso. Okay, sie hat mich nicht gesehen, richtig? Okay, nein. Warte, ich frage mich überhaupt, wo unser Ziel hin ist. Ich glaube... Warte mal, können wir... Hier können wir nicht die Türen öffnen, okay. Im Auto war ja theoretisch nichts, oder? Oder war hier irgendwas drin? Nein, hier war nichts drin, okay. Das ist verrückt gerade. Okay, lass mal hier... Oh, ja, genau, du mich auch. Genau zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Danke dir, Spiel. Aber gut, warte mal, hier irgendwo muss doch der Safe Key gewesen sein. Oder war das... warte mal, ich überlege gerade. Nee, das war der... Genau, das war der Key. Verdammt, wo war dann nochmal der Safe Key? Ich glaube, er könnte... War er unten? Ja, ja. War er doch unten? Er könnte doch unten gewesen sein. Definitiv könnte er unten gewesen sein. Das kann sein. Hundertprozentig sogar. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal nach. Wir gehen einfach mal hier lang in der ersten Ebene. Ich hoffe mal, sie wird nicht hier sein. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir um die Ecken gehen. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass sie sich, naja, unten befinden wird. Oder? Denkt ihr, sie könnte unten im Keller sein? Ich weiß es wirklich nicht, aber wir müssen da lang gehen. Ich weiß jetzt wirklich gesagt nicht, ob das der Safe Key war oder nicht. Wir werden es jetzt aber sehen, austesten. Okay, sie ist ja anscheinend nirgendwo. Lass mal sehen, Safe Key. Padlock, verdammt. Der Safe Key. War der vielleicht in der zweiten Ebene? Okay, das wird auf jeden Fall sehr wichtig sein. Für ein Safe. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Safe Key gesehen. Ich weiß aber nicht mehr gerade nicht mehr wo. War das vielleicht hier irgendwo oder wie sieht es aus? Nee, hier war es auch nicht. Verdammt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wo der war. Okay, gehen wir mal in die zweite Ebene. Okay. Okay, das ist sehr schön. Sie ist dort. Kann sie durchmachen. Warte, kann ich eigentlich auch hier lang gehen? Ja, nee, hier bin ich eher gefangen. Okay. Verfolgt sie mich noch oder nein, nicht? Okay, sie verliert mich sehr schnell auf jeden Fall, was sehr schön ist. Ich überlege immer noch, wo ich die Safe Key gesehen habe. Ich habe zwei Keys gesehen. Padlock Key und die Chat Key. Und ich habe den Safe Key bekommen, was anscheinend sehr wichtig ist auf jeden Fall. Okay, nee, ich dachte, das wäre irgendwas Wichtiges. Aber es könnte sein, dass ganz ehrlich in der zweiten Ebene sein wird, weil, obwohl in der dritten Ebene könnte er auch sein, ja, definitiv sogar, aber nicht in den Fahrstuhl. In der dritten Ebene können wir so nicht kommen. Da würde ich sagen, wir werden einfach mal das hier aktivieren und uns nochmal in der zweiten Ebene genau umschauen, um zu gucken, ob wir da irgendwas finden. Weil, wie gesagt, wir müssen von der zweiten Ebene eh in die dritte kommen. Da gibt es keine andere Option, also gehen wir nochmal hier lang. Genau, vielleicht war hier irgendwo, warte mal, hier sind Bücher. Wie gesagt, man weiß nie, es kann überall Geheimnisse geben, in diesem Haus weiß man nie. Das ist wahrscheinlich schon uralt, das Haus, und mega verflucht. Also,
Ja, das ist halt leider so. Oh, warte mal, das Feuer? Es hat irgendwas gemacht, glaube ich. Oh, hier haben wir, okay, hier können wir das Feuer immer wieder anmachen. Also geht es immer wieder aus. Das heißt, wir müssen es anmachen, dann nach oben gehen und da irgendwas machen, theoretisch. Ich meine, ich gehe mal davon aus, richtig? Okay, sie ist hier, glaube ich, nicht. Ich hoffe mal. Oh, scheiße. Okay, das hat sie 100% nicht gehört. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach oben, weil, wie gesagt, das hat sie gehört. Okay. Sie ist jetzt in der zweiten Ebene. Lass mal kurz hier lang gehen und die Tür zumachen. Wenn sie hier ist, dann ist es halt so. Gate. Doesn't work. Funktioniert nicht. Fuse brauchen wir dafür. Fuse ist irgendwas Elektrisches auf jeden Fall. Oh, scheiße, sie kommt hier lang. Wir gehen ganz nach oben auf jeden Fall. Wir brauchen eine Fuse, so wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Lass mal schauen, ob wir hier vielleicht hier ein Safe oder sowas finden. Das wird auch mal richtig geil hören, nicht? Ob wir hier ein Safe finden würden. Wir sind auf dem Dach. Okay, das war das Letzte, was ich erwartet habe. Ah! Okay, wenn wir... Ich sehe schon. Okay, wenn wir quasi hier Feuer anmachen, können wir hier irgendwas verbrennen mit. Naja, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir den Schlüssel verbrennen müssen. Das Ding ist, ich kann mir auch vorstellen, dass wir am Anfang, also ganz oben, wow, was ist das? Au, ah, oh, das ist ein weiterer Schlüssel. Oh, natürlich. Warte mal kurz. Die Frage ist, wir müssen ja die Krähe entfernen. Das bedeutet, wir müssen ja theoretisch dafür sorgen, dass der Rauch nach oben steigt. Und dass er, die Frage ist, steigt er hier nach oben oder steigt er da nach oben? Weil, jetzt ist die Frage, wo befindet sich das? Okay, das ist gerade eine sehr gute Frage. Warte mal, wir sind ja, ich schaue mich gerade um. Okay, das, ja, okay, also wir müssen das Feuer anzünden und dann können wir die Key bekommen. Ich meine, wir haben hier den Safe Key auf jeden Fall und wir haben hier überall Löcher im Haus. Das bedeutet, oder im Dach eher gesagt, bedeutet theoretisch, lass mich mal gucken, wo sind wir hier? Ah, das ist das Bett, okay, das ist die Stelle. Lass mal gucken, wo wir noch mehr Löcher finden, weil ich habe das Gefühl, durch die Löcher kommen wir an bestimmte Stellen, die uns quasi, ja, da reinbringen, an Stellen, wo wir normalerweise nicht reinkommen. Genau, und zwar, ich wollte gerne auf, warte mal, da oben war doch was, oder nicht? Oder, hä, warte mal, wie war das genau? Okay, lass mal kurz gucken, da ist nichts. Wenn wir hier reinspringen, dann sind wir einfach nur beim Fahrstuhl. Okay, interessant. Also theoretisch überlege ich gerade, ob ich den Safe Key einfach fallen lasse. Und dann einfach, oder unten fallen lasse. Das wäre vielleicht eine Option sogar, oder? Zumindest mal rein, wir machen es einfach mal so. Bam. Jetzt wird sie nach unten gehen. Ich meine, ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, es ist sehr stark. Jetzt werden wir einfach noch mal hier lang gehen. Oh, scheiße. Hat sie das gehört? What? What? Nee. Laden Sie diese kostenlose... Ist das ein Scherz? Also, ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen entsetzt, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich sterbe. Aber der Schlüssel ist immer noch an derselben Stelle, ne? Okay, ja, keine Ahnung. Immer wenn ich später erinnern mache, dann denkt er, ich will gleich erinnert werden anscheinend. Aber okay. Gehen wir nochmal raus. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil... Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich da gestorben bin. Das hätte ich niemals im Leben erwartet. Ich hätte niemals im Leben erwartet, dass wir da sterben. Okay, ist meine Felix gerade höher geworden? Ich meine, mich stört es nicht wirklich. So, jetzt ist sie ein bisschen niedriger, okay. Wir brauchen hier, wie gesagt, Padlock hier, okay. Ich glaube, das war sogar der Padlock hier. Warte mal, ist das rot? Nein, okay. Oder es könnte der Chat-Key sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine... Irgendein Key muss sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als drei Keys gibt. Ich glaube, es gibt nur drei Keys hier. Aber gut, gehen wir hier lang. Lass mal sehen, ob sie irgendwo sein wird. Sie ist nirgendwo hier. Ich könnte natürlich in die zweite Ebene mal wieder gehen. Das könnte ich natürlich tun. Am besten ist natürlich, sie an eine bestimmte Stelle zu locken. Das ist meines Erachtens nach einer der schlauesten Ideen, die man machen kann auf jeden Fall. Okay. Ist sie hier irgendwo? Oh, hier haben wir die Matches. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das aber mal. Wir werden das Feuer anmachen. Und dann werden wir sofort nach oben gehen und sofort den Schlüssel holen. Weil das sollte... auf jeden Fall funktionieren. Also lass mal kurz nach oben gehen, genau. Hier, ich hoffe, sie wird nicht oben sein, weil dann könnte sie mir alles damit zerstören. Ich gehe aber nicht davon aus, weil die Türen zu sind, man weiß aber nie. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Aber das Feuer bleibt ja von der Zeit lang an, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wenn ich sterbe, ob das Feuer dann ausgeht, aber wir behalten ja die ganze Zeit die Streichhölzer. So, jetzt ist das Tier weg auf jeden Fall, wodurch wir den Schlüssel holen können. Das war der, das war jetzt aber, was für ein Schlüssel? Warte, ich lasse ihn kurz mal fallen. Weil mich interessiert wirklich, was für ein Schlüssel das jetzt war. Ich lasse ihn mal hier kurz fallen. Oh nein. Oh mein Gott, das war was genau? Okay, perfekt gelandet. Chatkey, perfekt. Ja gut, wenn ich hier runterfalle, sterbe ich auf jeden Fall. Weil wenn wir hier schon sterben, was zwar gar keinen Sinn ergibt, aber ja, ist halt einfach so. Dann passiert halt das. Und deswegen würde ich sagen, ich warte ihn einfach mal. Ich überlege gerade, was ich tun soll. Weil ich kann halt wirklich da nicht lang, ne? Die Frage ist, kommt sie jetzt her, weil sie das gehört hat oder nicht? Lass mal sehen, ist das hier auch tief? Komm schon, also wenn hier dürfte ich normalerweise nicht sterben. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, hier sterbe ich auch. Das wäre echt alles andere als geil. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber gut, langsam aber sicher. Gehen wir einfach mal runter. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Okay, sie ist hier nirgendwo. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber... Ja, solange ich sie nicht sehe, ist alles gut. Beziehungsweise manchmal ist es sogar besser, sie zu sehen.
Und ihr könnt sehen, ich fühle mich einfach so langsam. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Es verstört mich so ein bisschen, weil... War man nicht schneller bei Granny? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber gut, wir haben hier auf jeden Fall endlich den Chat-Key bekommen, womit wir endlich mal einen Schlüssel benutzen können. Okay, sieht mich gerade nicht. Sie läuft hier die ganze Zeit draußen entlang. Ich weiß nicht genau, wieso und ob sie die ganze Zeit hin und her läuft. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden jetzt erstmal, passt auf, so. Jetzt wird sie wahrscheinlich herkommen, oder? Kommt sie her? Hat sie das gehört? Wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay, wo ist sie hin? Sie ist, okay, sie ist einfach da lang gegangen. Da lass mal sehen. Ich gehe mal hier kurz rein und schaue mich hier kurz um. Hier haben wir einen Motor. Starting, kein Start Engine. Wir brauchen dafür ein Kabel. Something is missing here. Das ist auf jeden Fall ein Kabel, oder? Ja. Okay, ein Kabel brauchen wir also dafür. Und hier finden wir eine Fuse. Wir wissen, wofür wir die Fuse brauchen. Ist hier irgendwo? Okay, wir werden sie mitnehmen. Sie wird jetzt herkommen, weil sie das gehören wird. Hundertprozentig, oder? Lass mal sehen. Und? Die Tür ist offen. Ich glaube, sie ist da reingegangen. Die Fuse, die war quasi für den Generator oben. Ja, ja, genau, ich weiß wo, okay. Und dann, okay, ich weiß wo auf jeden Fall. Wir müssen jetzt zur dritten Ebene gehen. Ich würde gerne, warte mal, hier sind überall diese Steine. Vielleicht, wenn wir alle Steine finden, dann bekommen wir irgendwas, bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht extra Lehm oder sowas, weil beim anderen Teil war es ja so, dass wir... Oh, da ist sie. Okay, dann lass ich sie mal dahin gehen. Perfekt sogar. Also das ist ideal sogar. Okay, wir können nicht mehr Steine haben. Ich muss mal rausfinden, wofür wir Steine haben. Wahrscheinlich, um sie irgendwie abzulenken. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier ist übrigens der andere Schlüssel. Ich habe ihn draußen fallen lassen. Aber wir müssen als nächstes in die nächste Ebene gehen. Und dort werden wir jetzt erstmal die Fuse aktivieren. Was ziemlich geil sein wird, weil, ja, wir haben es gefunden. Wir wissen, wofür es da ist. Wir haben es gut gemerkt auf jeden Fall. Und zwar, wir gehen hier hin und das wird wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Ich weiß noch nicht genau was. Aber es wird, es gibt noch keinen Strom. Okay, also wir haben eine Sache von zwei sozusagen. Hier können wir sie beobachten, ne? Aber gut, wenn wir hier erwischt werden, sind wir quasi tot, richtig? Ja. Wenn wir hier erwischt werden, sind wir tot. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die Steine hier benutzen können. Ich weiß es gerade wirklich nicht, also, wir können sie anscheinend auch nicht werfen, wir haben sie einfach. Ist natürlich nichts Schlechtes, Steine zu haben. Ich gehe kurz mal nach oben, einfach nur um zu gucken, ob da irgendwas war. Außerdem glaube ich, in der dritten Ebene haben wir uns noch nicht komplett umgeschaut. Aber hier haben wir uns schon komplett umgeschaut, also wir waren auf dem Dach. Vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen, da bin ich mir natürlich nicht sicher. Aber das werden wir früher oder später erfahren. Lass mal nachsehen, was hier ist. Genau, hier hatten wir das hier. Hier war aber nichts, ne? Nein. Okay, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Hier ist auch nur eine Wand, okay. Und, ja, dann würde ich sagen, hier haben wir... Warte mal. Genau, ist da... eine Vase ist da oben. Wir können sie wahrscheinlich... Ich meine, ich gehe mal davon aus, wir können sie wahrscheinlich... dort runter schießen oder so. Oder mit dem Stein werfen. Oder geht das nicht? Komm schon. Das muss doch gehen, oder nicht? Also, ich kann es ja nicht vorstellen. Oh nein, sie kommt nach oben. Oh, scheiße, okay. Mach das zu. Okay, wir können ja nicht länger bleiben. Ich glaube, ich gehe aufs Dach und versuche erstmal irgendwie herauszufinden, wie wir die Steine benutzen können, weil irgendwie kann man die verwenden. Also, das geht hundertprozentig irgendwie. Richtig? Ich meine, wir müssten ja das Teil irgendwie bekommen, oder nicht? Okay, der Vogel ist wieder dort. Der kann ja da sein. Ich meine, wir haben jetzt den Gegenstand. Oder wir können, warte mal ganz kurz, hier irgendwo das Holz legen. Und dann dahin gehen. Okay, hier. Okay, von der Stelle wahrscheinlich nicht. Vielleicht von der anderen Seite, wo ich gestorben bin. Weil ich runtergefallen bin, einen Meter und, naja, in Ohnmacht gefallen bin. Ist schon klar. Wir könnten vielleicht hier das Holz legen. Ja, 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 zieh das mal rein. Aber, warte mal, ich kann die Steine ernsthaft nicht werfen, ne? Aber ich benutze halt, naja, also es ist so quasi. Deswegen ist es halt sehr merkwürdig. Ich kann halt, wie gesagt, alles machen, wie ihr sehen könnt. Weil ich halt, warte mal, bin ich jetzt schneller? Lass mal sehen. Nee, ich bin nicht schneller, okay. Okay, ich wundere mich die ganze Zeit, weil... Ich frage mich die ganze Zeit, bin ich ernsthaft so langsam? Aber ja, das ist das Schnellste. Okay. Also wir behalten auf jeden Fall den Dietrich, was schon mal sehr schön ist. Und die Steine kann ich nicht benutzen. Option, irgendwas mit den Steinen. Auch nicht leider. Ja, interessant auf jeden Fall. Also können wir einfach nicht benutzen. Was soll ich sagen, Leute? Ist ja leider so. Ich überlege, ob wir mit dem Holz vielleicht... Naja, damit irgendwas anstellen könnten. Sodass wir quasi irgendwie diese... Das da bekommen... Nur die Frage ist halt, wie? Wir brauchen halt den nächsten Schlüssel, ne? Oder wir müssen den Safe finden. Das wäre natürlich auch eine Option. Ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass wir hier irgendwie ein Stück Holz hinlegen können. Aber normalerweise kann ich mir nicht vorstellen, dass mir hier nicht angezeigt wird. Oh nein. Oh mein Gott. Okay. Das war wirklich nicht mit Absicht, okay? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie... Ich meine, das kann passieren. Deswegen hat man gesagt, man soll nicht auf Dächer gehen, okay? Ganz genau deswegen wurde uns das beigebracht. Gehen nicht auf Dächer, einfach nur, weil das passieren kann. Wir sind jetzt bei Tag 4. Wie gesagt, bei Granny haben wir immer mehrere Tage auf jeden Fall. Also mehrere Chancen, um hier rauszukommen. Aber gut, probieren wir es nochmal. Wie gesagt, wir wissen, wo der Safe Key ist. Ich würde ihn gerne theoretisch aufheben, ehrlich gesagt.
weil wir, ja, oder beziehungsweise nicht, wo der Safe Key ist, sondern wo der Safe ist. Oder wir finden den Padlock Key, wo ich mir vorstellen kann, dass der sich quasi in dieser Vase befinden wird. Also, da bin ich mir natürlich nicht 100% sicher, aber ja, dann lass mal kurz sehen. Wir gehen nochmal nach oben. Oh, okay, okay. Sie hat mich nicht gesehen, wofür ich sehr dankbar bin. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, schauen wir uns hier kurz mal um. Wo ist er? Ach, Sandrine ist jetzt weg, ne? Oh, sie hat mich gesehen, okay. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich aber gerade auslaufe, sollte alles Tutti Frutti sein. So, hier haben wir uns ebenfalls umgeschaut. Ich glaube, hier war auch nichts, oder? Ich gehe mal davon aus. Hier haben wir mal Steine, aber das mit den Steinen verwirrt mich so ein bisschen, weil wir brauchen sie halt wirklich nicht, ne, die Steine. Okay, lass mich kurz nochmal hier umschauen. Wir haben den Fuse benutzt, ne? Das können wir auch nicht aktivieren, attackieren, genau. Etwas fehlt hier. Okay, wir haben das Kabel hier. Das Kabel führt hier lang und hier nach oben. Ah, es führt hier nach oben. In die zweite Ebene, okay. Interessant, dass es in die zweite Ebene führt. Das finde ich halt wirklich sehr interessant gerade. Okay, dann würde ich sagen, wir werden uns aber hier umschauen und einfach mal in die zweite Ebene gehen, würde ich sagen, oder? Oh Gott, ich bin mir da selbst nicht sicher, was ich tun soll. Ich meine, wie gesagt, hier haben wir den Safe Key. Ich könnte natürlich nehmen und ich glaube, das werde ich sogar auch tun, weil, falls wir den Safe finden sollten, haben wir ihn dann schon bereits. Okay, sie geht da lang. Das heißt, ich kann einfach die hier nach oben gehen. Ja, sie geht da rein, perfekt. Okay, das weiß ich gerade unnormal zu schätzen. Oh nein. Das ist halt ein sehr blöder... Oh nee. Okay, wir müssen... Oh, verdammt, ich bin tot, oder? Ich bin tot, ja. Okay. Okay, sie hat mich gesehen. Wir gehen weit nach oben. Let's go, vorsichtig. Kacke. Eigentlich will ich hier nicht sein. Weil, wie gesagt, ja, hier wollen wir auf keinen Fall sein, eigentlich. Wir können jetzt sehen, ob sie aufs Dach kommen wird. Lass mal gucken. Kommt sie aufs Dach? Sie sieht mich nicht, oder? Ich sehe sie auf jeden Fall. Sie aber mich nicht auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay. Sie geht da lang. Soll sie mal machen, auf jeden Fall. Soll sie mal machen. Wir gehen gleich eh nach unten. Ich will nochmal in die zweite Ebene gehen. Ich überlege, ob ich irgendwas fallen lassen kann. Okay, wir müssen die echt vorsichtig sein. Auf dem Dach ist es nicht sicher. Es ist auch mega rutschig hier. Das ist so... Kann ich sie... Okay, ich will sie gar nicht probieren. Sie macht mir halt Schaden leider, ne? Das ist quasi das Ding. Wir können an bestimmten Stellen auch fallen vom Dach. Also ich habe das Gefühl, mit dem Dach hat es irgendwie mehr auf sich. Frag mich nicht, wieso ich das glaube, aber ich habe einfach das Gefühl... Okay, wir gehen nochmal nach unten. Wie gesagt, die zweite Ebene ist die gefährlichste von allen, weil sie von der oberen Ebene hoch runterkommen kann und von der unteren Ebene nach oben kommen kann. Also die ist bei weitem die gefährlichste, leider. Ist ja leider so, aber ja, das macht den Nervengezill aus. Genau, was war hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich hier vielleicht ein Stück Holz... Ja, hier könnte ich vielleicht das Holz hinlegen. Das würde ich gerne mal probieren, ob ich das Holz hier hinlegen kann. Ich gehe nochmal zur zweiten Ebene gehen. Wie gesagt, in der oberen Ebene sind wir relativ sicher, weil wir können immer wieder an die eine Stelle kommen. Und hier können wir uns auch ebenfalls verstecken. In der dritten Ebene, sehr schön also. Wenn sie uns so also sieht, können wir entweder aufs Dach gehen oder quasi da lang gehen. Zum Bett. Ich würde immer das Dach bevorzugen, weil da hat man quasi eine bessere Übersicht. Aber gut, lass mal sehen. Was haben wir hier übersehen? Haben wir hier irgendwas übersehen? Ja, ja. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier mehrere Sachen gibt. Genau das Klo gab es hier. Da haben wir das hier. Okay. Das sind halt alles sehr interessante Sachen, aber ist hier irgendwie ein Safe oder sowas? Ich meine, ich kann einfach spülen, wenn ich will. Aber, oh, 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 oh. Oh, natürlich, jetzt erinnere ich mich gerade. Ich erinnere mich jetzt, oh mein Gott. Kokosnuss. Ich weiß wofür. Da ist irgendwas in der Kokosnuss. Das dachte ich mir auch schon, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir wirklich. Dann lass mal langsam hier lang gehen. Gucken, ob sie hier irgendwo ist. Okay, ich finde sie gerade nicht. Wir müssen sie in die Guillotine bringen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil die Guillotine ist ja quasi für kopfartige Sachen gemacht. Also theoretisch für halsartige Sachen, aber... Ja, ignorieren wir einfach die Regel, dass normalerweise von Hals gemacht ist. Ich meine, wir stecken da einfach Kopf rein, das sollte ebenfalls funktionieren. Und es wird funktionieren. Das war eindeutig, das war 100% klar. Und wir haben einen Waffenschlüssel. Das ist schon ziemlich geil. Leider muss ich sagen... Oh, das sollten wir nicht reinfallen, ne? Ich weiß nicht, was sich dort befindet, aber wir sollten da auf keinen Fall reingehen. Das steht fest. Okay. Waffenschlüssel. Oh, das war laut. Das hat sie gehört. Ja, das hat sie gehört. Waffenschlüssel. Entweder das wird in der zweiten Ebene auch sein, oder wir nehmen das Stück Holz und werden... Ich meine, wir müssen ja an bestimmte Gegner kommen, richtig? Und dafür brauchen wir auf jeden Fall das Stück Holz. Ich glaube, wir brauchen das Stück Holz für die dritte Ebene. Und da kann ich mir vorstellen, wird sich mehr befinden. Ich bin mir da wirklich nicht ganz sicher.
Okay, wir müssen jetzt aber erstmal den Fahrstuhl nehmen. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Fahrstuhl nehmen. So, gehen wir einfach mal lang. Lass mal sehen. Okay, okay, okay. Wo war die Stelle nochmal? War sie hier vielleicht? Sie war hier, perfekt. Ist sie hier? Oder ist sie hier nicht? Okay, sie ist hier nicht, was sehr schön ist. Also hier gibt es ja auch super viele Stellen, ne? Hier können natürlich auch Millionen Gegenstände sein, natürlich. Ey, ich bin halt so dankbar, dass Landedina nicht mehr da ist. What? Barrel Fuel of Water. Da ist Wasser drin. Oh. Das bedeutet, vielleicht kann ich das Wasser nehmen und es irgendwie quasi, vielleicht auch was mit der Toilette, könnte ich mir vorstellen. Dass wir das Wasser irgendwie mit der Toilette verbinden können. Das wäre natürlich sehr interessant. Ah, oh, oh, warte, wir werden sterben, wenn es runterkommt, oder? Ich bin gerade neugierig. Was passiert, wenn ich da stehe? Oh ja, wir werden sterben. Also ich weiß, wir werden sterben dann. Okay. Das ist interessant. Das werde ich auf jeden Fall nicht tun. Ich probiere es auch gar nicht erst aus. Hier war nichts drin, oder? Wie gesagt, das Ding ist, hier gibt es viele, viele Sachen. Also, man will auf Nummer sicher gehen. Wir haben jetzt den Waffenschlüssel, den wir, wenn wir den haben, haben wir Jackpot, wirklich. Weil normalerweise in allen Granny-Teilen hatten wir bis jetzt die Möglichkeit, sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch irgendwie zu töten, okay? Und, ja, der Waffenschlüssel wird wahrscheinlich irgendwo sein. Ich meine, wie gesagt, wir haben bis jetzt keine Waffe gehabt. Wenn wir das einmal hier haben, in diesem fetten Haus, haben wir absolut Jackpot. Also gut, ich weiß, wo der Waffenschlüssel jetzt ist. Ich werde mir jetzt einfach das hier nehmen. So, wie gesagt, ich kann hier eigentlich gar nicht reinkommen, glaube ich. Ich meine, ich gehe mal davon aus. Aber, wie gesagt, wir haben hier auch... Ja, also ich glaube, wir probieren mal aufs Dach zu gehen jetzt. Hm. Ich glaube, ich kann hier einfach auf den Tisch, oder? Ja, das ist auf jeden Fall nicht niedrig genug. Das ist perfekt. Sehr schön. Also, man hat da schon eine gute Distanz auf jeden Fall. Man weiß, wann man stirbt und wann nicht. Wenn man 2 Meter fällt, stirbt man anscheinend. Wenn man 1 Meter fällt, stirbt man anscheinend nicht. Also, man kann es ganz gut sehen auf jeden Fall. Was eine wundervolle Sache ist. Ja, wir haben leider immer noch nicht genug... Oh, warte, genau. Hier wollte ich probieren, das hier hinzulegen. Ich meine, theoretisch wird mir immer gesagt, ob ich da irgendwas hinlegen kann oder nicht, oder? Oh mein Gott. Wo ist sie? Sie ist unten, oder? Okay, ich werde nach oben gehen. Zuallererst werde ich aufs Dach... Oh, sie ist dort. Scheiße. 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 Oh, wir haben die Arschkarte. Oh, sie hat eine Falle dort platziert. Okay. Ich will sie erstmal hier anlocken. Hat sie mich verloren? Oh mein Gott. Bitte. Bitte, sie hat mich verloren. Oh mein Gott. Ne. 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 Wie viel IQ hat sie bitte? 2? Oh mein Gott. Ich hab für Place brauche ich einen Button. Ich brauche einen Button für Place. Was ist hier? Was? Oh, wir können hier lang gehen. Oh mein Gott. Warte, lass mich kurz einen Button für Place machen. Oh, ich hab. Okay, ich warte erstmal kurz. Bridge Crank. Ah, unser Ziel ist also, die Brücke wieder runterzubringen. Ja, sie kann ja nicht lang, kann ich ja nicht vorstellen. Und wenn doch, dann haben wir ein Problem. What? Du siehst mich nicht. Versteht ihr? 5 Tage. Das sieht aus wie so ein Zimmer, wo ich als erstes aufwachen sollte. Geht das auch so? Wir brauchen die Waffe auf jeden Fall. Wenn wir die Waffe bekommen, dann sind wir gut dabei. Vielleicht hat es irgendwas mit der Brücke zu tun, aber... Da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also, ja, dann würde ich sagen, wir werden einfach mal jetzt nach unten gehen, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, das werden wir mal tun. Okay, die Frage ist, wenn ich hier lang gehe, sterbe ich wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen auf dem Tisch landen, um nicht zu sterben. Ich glaube, wir haben hier nur einen Gegenstand bekommen. In einer Gegend, wo es nicht so einfach ist, herzukommen. Warte mal, kann ich vielleicht... Oh, scheiße. Okay, es hat keine Geräusche gemacht, das ist eine gute Sache. Ich hab die ganze Zeit Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, dass hier nicht mehr ist. Aber hier ist anscheinend nicht mehr, okay. Interessant, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt raus. Ja, wir werden es jetzt tun. Wir werden jetzt einfach mal rausgehen. So, dann würde ich sagen, let's go. Ich kann nicht glauben, dass sie mich da nicht bekommen hat. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß zwar nicht wie, aber sie haben mich da nicht bekommen. Das ist verdammt krass. Okay. Wahrscheinlich, vielleicht finden wir da irgendwas. Oder ich weiß halt nicht, wo wir es genau benutzen. Aber es wird an der einen Stelle sein, wo die Brücke ist wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir dazu auch... Oh nein. Ah, okay, da ist sie. Okay, das ist gut. Ich sollte sie immer sehen. Das ist eine gute Sache. Ich werde das mal kurz rausgehen. So, machen wir die Tür zu, dass sie mich hoffentlich verlieren wird. Ah, ich sehe gerade. Wahrscheinlich dort, oder? Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann lass uns das mal hier verwenden. Let's go, aktivieren wir das erstmal. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, sehr schön. Und hier ist immer noch kein Waffending. Aber trotzdem muss man dazu sagen, wir können jetzt hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nicht unbedingt, ne? Oder? Ja, hier kann ich nicht lang gehen. Okay, da würde ich sterben. Hm, das ist natürlich ein bisschen...
What? Was ist das hier? Okay, keine Ahnung. Das ist normal, okay. Das ist normal. Warte mal, ich kann hier lang gehen, oder? Kann ich? Ja. Na, ja, nein? Nein. Hm, schade. Also, das ist keine Option. Okay, das ist ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen ärgerlich ist das schon, weil ich dachte, da gibt es auf jeden Fall etwas. Hm, ich meine, wir haben noch... Wir wissen, wo der Schlüssel ist, genau. Wir brauchen den Waffenschlüssel, hundertprozentig. Wenn wir den bekommen würden, dann wäre es ziemlich, ziemlich geil auf jeden Fall. Also, hm, wie machen wir das jetzt? Ja, ich würde sagen, wir werden erstmal wieder den Waffenschlüssel holen. Und dann werden wir versuchen, erstmal die Stelle zu finden, wo sich die Waffe befindet, weil... Ja, wir müssen aber dazu das Fahrstuhl verwenden. Den Fahrstuhl meine ich natürlich. Okay, lass mal sehen, ob sie hier drin ist, irgendwo. Ja, hier ist sie nicht, okay. Wie gesagt, hier kann sie auch reinkommen, aber das Gute ist, wir können sie immer wieder flankieren. So, wir werden erstmal den Fahrstuhl nach unten bringen. Und dann würde ich sagen, wir holen erstmal den Schlüssel. Das ist nix. Sehr schade. Hm, Waffenschlüssel. Wo könnte der Waffenschlüssel sein? Ich meine, er könnte an gefühlt jeder Stelle sein. Okay, es dauert mal eine Zeit lang, bis der Fahrstuhl runterkommt. Ist ja leider so. Und das ist auch so eine sehr merkwürdige Stelle. Irgendwie, hier ist halt einfach nichts, ne? Das ist halt echt merkwürdig, dass hier einfach nichts ist. Okay, lass mal kurz sehen, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Ne, hier nicht. Okay, da könnten theoretisch Items drin sein. Weil jedes Mal, wenn wir es quasi neu spielen, dann sind die Gegenstände an der anderen Stelle. Okay. Also entweder der Waffenschlüssel ist irgendwo an der zweiten Stelle, weil ich habe mich so schnell beeilt, dass ich den einfach nicht gesehen habe. Allerdings muss ich aber sagen, in der zweiten Ebene gab es ja schon den Safe Key. Und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass wir da auch noch den Waffenschlüssel finden. Oder vielleicht ist er sogar hier an der Stelle. Das könnte natürlich auch sehr wohl sein. Aber wir nehmen erstmal mit. Genau. Das sieht aus wie eine Stelle, wo er sein könnte. Oh, beim letzten Mal konnten wir auf jeden Fall damit irgendwas machen. Genau, ich dachte am Anfang, wir können... Oh, da gibt es mehrere Vasen. Okay, also wir können da nicht drauf rumlaufen. Hm, könnte hier irgendwo der Waffenschlüssel sein? Ich meine, wir müssen ja irgendwo die Waffe finden können, richtig? Weil wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. Ich meine, ist sie im Keller gewesen? Kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Hm, ich habe keine Ahnung. Können wir damit vielleicht irgendwas machen? Sieht auch nicht danach aus, leider. Okay, sehr, sehr schade. Aber gut, dann würde ich sagen, wir werden nach unten gehen wieder, oder? Ich glaube, wir werden wieder nach unten gehen. Vielleicht gehe ich sogar hier lang, weil ich weiß es wirklich nicht. Oder der Waffenschlüssel könnte wirklich unten im Keller sein, ja? Doch, er könnte unten im Keller sein. Definitiv sogar. Obwohl das schon so aussieht, als könnte hier auch eine Waffenschlüssel oder Waffenschlüssel reinpassen. Oh, Kacke. Das ist gefährlich. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Gehen wir mal nach... Wohin soll ich? Könnte hier ein Waffenschlüssel sein? Hier ist nix. Kacke. Okay, sie kommt, verfolgt mich. Sie verfolgt mich immer noch. Okay, hier ist auch nix. Kacke. Wo kann ich irgendwas finden? Ich brauche verdammt einen verdammten Waffenschlüssel auf jeden Fall. Sie findet mich wieder nicht. Okay, das ist sehr schön. Ich glaube tatsächlich, ich würde sie gerne irgendwie herlocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass mal sehen, wenn ich es fallen lasse. Hört sie das? Ja, das hört sie natürlich. Okay. Das hört sie natürlich sofort. Ja, okay. Hier bin ich. Genau, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Oh mein Gott. Granny, du bist hässlich wie immer. Das wollte ich dir schon immer gesagt haben. Einfach hässlich wie immer. Genau, sie folgt mir jetzt hierher. Wir wollen sie am besten rausschicken. Weil es hier vielleicht Waffenschlüssel könnte auch, draußen, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich so eine Art Box, kann ich mir vorstellen. Ich kann das schon visualisieren, auf jeden Fall, wie es aussieht. Es ist halt so eine Box, einfach eine ganz simple Box. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal theoretisch jetzt nach unten. Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, ne, wo es ist. Aber ich habe das Gefühl, wir werden es erfahren. Okay, das ist nur ein normaler Fernseher. Lass mal kurz nochmal nach unten gehen. Gucken, ob da vielleicht irgendwas war. Oh, warte. Das sieht auch aus wie eine Gegend, wo eine Waffen... Oder? Sieht das nicht so aus? Doch, das sieht so aus. Okay, lass mal hier kurz gucken, ob bei dem Typen vielleicht irgendwas war. Hey, Buddy, na, alles klar? Hast du vielleicht irgendwo Waffen bei dir? Sieht nicht danach aus, leider. Was sehr schade ist. Hier leider auch nicht in meiner Zelle. Naja, natürlich auch nicht. Die packen mich wahrscheinlich nicht in der Zelle, wo sich Waffen befinden, richtig? Und, ja, hier kommt... Oh. Also wir brauchen... Okay, okay, wir brauchen zwei Stück dafür. Okay, interessant. Oh Gott, ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, wo es ist, okay? Das ist quasi das Ding. Lass uns mal nach oben gehen und uns ein bisschen besser umschauen. Okay, Granny ist dort nicht hier. Wo habe ich mich doch nicht umgeschaut? Die zweite Ebene. Oder draußen, theoretisch. Draußen könnte es auch sein. Ich meine, mit dem Auto, lass mal sehen, ob wir damit mehr machen können. Sieht leider... das Auto ist ganz schön zerstört auf jeden Fall. Das steht fest.
Damit können wir... Oder? Vielleicht... Nee, ich sehe nichts, okay. Hier vorne ist auch nichts, was mich so ein bisschen verwirrt, weil... Man könnte denken, dass hier irgendwas ist. Aber ist es nicht. Alles klar, mein nächstes Ziel ist es nochmal, mich umzuschauen hier. Und zu gucken quasi... Naja, ob wir hier irgendwo irgendwas finden. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Richtig, irgendwas muss ich übersehen haben. Oder, warte mal... Die Waffenschlüssel, er könnte auch in der dritten Ebene sein. Ja, doch, er könnte auch in der dritten Ebene sein. Vielleicht in diesem einen Raum. Das könnte sein. Okay. Warte mal. Hier ist nichts leider. Hier können wir uns aber verstecken, das merken wir uns. Wir können uns hier verstecken. Haben wir aufbekommen. Okay. Ich dachte, das wär's, weil es so eine Box war. Aber wir können natürlich Klavier spielen, um sie herzulocken. Schon ziemlich geil auf jeden Fall, dass wir das können. Hier ist nichts drin. Okay, ist hier... Nee. Nee. Slingshot. Scheiße. Geh mal kurz hier rein. Wo ist das Shoot? Oh, Kacke. So. Okay, ich hoffe, ich erwische das. Wir brauchen einen Button für Shoot. Ich glaube, ich nehme F oder so. Oh mein Gott. Nee. Nee. Was für ein Glück. Ich habe mir überlegt, ob ich mich quasi unter Bett verstecken soll, oder ob ich einfach hier stehen bleibe. Und da kommt sie tatsächlich auch rein. Aber gut, also ich glaube, ich soll das erstmal draußen austesten. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Button nicht an der richtigen Stelle ist, ehrlich gesagt. Wir können sie jetzt halt, wie gesagt, K.O. setzen. Was halt schon richtig geil ist. Okay, lass mal testen. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Hey, Granny. Hey, Granny, komm her. Granny. Lass mal gucken, kurz gucken. Während sie nicht schaut. Bam. Oh mein Gott, wie lange? Wie lange ist sie K.O.? Okay, machen wir das immer so. Nice. Okay. Ich weiß nicht, wie lange sie K.O. ist. Das da ist runtergefallen. Oh, verdammt, wo aber? Oh, warte mal. Okay, warte. Warte kurz mal. Wie oft können wir jetzt damit schießen? Okay. Sie ist nicht aufgewacht, ne? Sie wacht nicht auf, okay. Wir gehen kurz nach oben. Da kann sie ja nicht lang. Ich weiß nicht, wieso sie nicht nach oben kann. Das verwirrt mich immer noch so ein bisschen. Aber wir können hier kurz mal gucken, ob wir hier irgendwo es runterfallen sehen. Oder habe ich an der falschen... Oh Gott, ich hab einfach ganz schnell geschossen. Ah, dafür brauchen wir Steine, natürlich. Ah, ja, okay. Interessant. Okay. Also das eine haben wir fallen lassen. Und das andere... Und... Nice. Da lang. What the hell, das ist echt komisch geflogen. Okay, interessant. Das heißt, wir können da... Okay, ich weiß wie. Und das andere ist wo lang geflogen? War das vielleicht... ich weiß gerade nicht, wo es war. Okay, ich glaube, ich würde sagen... Lass mal kurz gucken, ob sie immer noch schläft oder nicht. Hallo, kann ich hier... Danke. Sie... Ist wo? Wo ist sie? Okay, soll ich... Ich glaube, ich kann nicht auch... Nee, ich kann keinen anderen Weg runtergehen, ne? Ich glaube, ich muss sie verwenden. So, gehen wir mal hier lang. Okay, ist sie hier noch? Okay. Das Teil muss irgendwo reingeflogen sein, auf jeden Fall. Okay, sie ist halt irgendwo hier. Wir haben beide runtergeworfen. Die Frage ist, wo habe ich sie runtergeworfen? Okay, vorsichtig. Wir können nicht mehr damit schießen. Ich habe keine Steine mehr. Wir gehen hier lang. Oh Gott. Oh. Okay. Ist nicht so schlimm. Sie hat mich gesehen, ist aber auch komplett okay. Wir verstecken uns einfach mal hier kurz. Huh, vorsichtig. So, Ich überlege gerade. Also wir wollen jetzt entweder... Also zum einen will ich auf jeden Fall den Fahrstuhl verwenden. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, dass wir einmal den Fahrstuhl verwenden. Und dann in die dritte Ebene. Wir sind ja in der dritten Ebene, theoretisch. Warte mal, wir können hier sogar auch lang gehen, oder? Ja, warte mal, wir können hier sogar... Wo lang war das nochmal? Genau, hier war das und hier, genau. Da könnte es auch runtergefallen sein. Hier. Oh, verdammt, sie kommt nach oben. Okay. Oh, hier ist eine. Hier ist eine. Eine Vase. Eine Vase haben wir. Warte, kann sie jetzt hierher kommen oder nicht? Das ist nämlich schon, weil wir haben hier ein Bett. Warte mal, können wir uns hier verstecken? Nein, also hier kann sie hier nicht herkommen. Job. Wir müssen es von, ich glaube, einer hohen Höhe fallen lassen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber es könnte sein, dass sie es gehört hat. Ja. Ich glaube, das ist ein Weg, um es zu zerstören. Von der hohen Höhe fallen lassen. Wenn das nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung, weil dann ist es schon sehr merkwürdig. Also, wir gehen aufs Dach einfach mal und lassen es einfach mal fallen. Und dann wird wahrscheinlich die nächste Vase dort in diesem Raum sein. Oder... Ja, da muss irgendwas drin sein. Warte, was war das hier nochmal? Ah, Slingshot natürlich, okay. So, gehen wir mal hier lang. Lass mal sehen, ob sie irgendwo sein wird. Wir gehen jetzt mal aufs Dach und lassen es mal fallen. Ich meine, was soll Schlimmes passieren, richtig? Wir lassen es aber fallen.
Okay, Gott sei Dank kann sie nicht herkommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dann lass mal kurz sehen. Boom. Und? Und? Ja, genau. Ja, okay, das ist doch lächerlich. Dann würde ich sagen, wir werden erstmal, warte, hier runtergehen. Hoffen, dass sie nirgendwo sein wird. Dass sie mich hier nicht sehen wird. Okay, vorsichtig. Und holen erstmal die andere Vase. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ist das die richtige Gegend? Ja, ja, das ist die richtige Gegend. Okay. Okay, okay. Okay, wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt mal nach. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Okay, ich mach so. So, ich muss jetzt mal gucken, von wo das kommt. Also runterfallen kann ich da nicht. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Es kommt von oben. Oh, das ist perfekt sogar. Das heißt, wir können schon mal nach unten gehen. Okay. Sehr schön, wir gehen schon mal nach unten. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal komplett nach oben, holen die zweite Vase. Und dann müssen wir herausfinden, wofür wir die Vase gebrauchen werden. Okay. Also so. Aktivieren wir das nochmal. Und jetzt gehen wir komplett nochmal nach oben. Wie gesagt, normalerweise müsste die zweite Vase dahin gefallen sein. Ich weiß nicht, ob sie einmal an dieselbe Stelle fallen. Könnte aber sein. Aber man kann sie ja von verschiedenen Sachen, also von verschiedenen Winkeln, naja, beschießen. Deswegen, natürlich, fallen sie wahrscheinlich in eine andere Gegend. Aber wenn ich Glück habe, sollte die zweite hier sein. Weil hier kommt man halt nur mit einem Fahrstuhl hin. Okay, hier kommt man nicht anders hin. Und ja. Aber wie kann ich sie zerstören? Fallen lassen bringt nichts. Das ist merkwürdig. Vielleicht nochmal mit der Slingshot attackieren? Hm. Könnte das gehen? Oder zerschlagen natürlich. Das wäre natürlich auch eine Option, zerschlagen. Wäre natürlich eine coole Option. Aber mit was wollen wir sie zerschlagen? Wahrscheinlich mit dem Hammer. Oder ich verwende nochmal die Guillotine. Also wenn es mit der Guillotine funktioniert, wäre es schon echt luxuriös. Es könnte natürlich auch sein, dass wir einen Hammer finden müssen oder sowas in der Art. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also wir werden es jetzt mal austesten mit der Guillotine. Quasi, ja, die Vasen zu zerstören. Hoffentlich finden wir da ein paar Sachen, die wichtig sind. Ich meine, was könnte da drin sein? Ich meine, wir haben zwei Stück bekommen. Das heißt, diese Vasen müssen spielverändernd sein. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, weil ich normalerweise nicht weiß, wo ich mehr Gegenstände finde. Also mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall so. Okay, das geht nicht. Wir können es nicht hier reinstecken. Leider, ja. Leider, leider, leider. Wir können es nicht hier reinstecken. Das ist echt blöd. Das wäre auch ein witziges Ende, wenn wir sie tatsächlich sogar so töten können mit der Guillotine. Also das Ende wäre schon ziemlich geil. Ja, wir können es... Halt, ihr könnt sehen, bringt nichts. Wenn ich es fallen lasse, bringt es einfach gar nichts. Hm. Ich weiß wofür. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier nochmal nach unten. Langsam, aber sicher. Vorsichtig, vorsichtig. Wir müssen die Vasen doch da drauf tun, richtig? War das nicht so? Und mit Wasser begießen. So war das. Muss schwerer sein, ja, ja, ja. Also wir nehmen beide Vasen jetzt einfach mal und werden da Wasser reintun. Was auf jeden Fall eine ziemlich gute Option wäre. Und eine ziemlich gute Idee wäre auf jeden Fall. Also lass mal sehen, ob das funktionieren wird. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob das wirklich klappt, aber... Wenn es klappt, dann GG's auf jeden Fall. Also wir haben hier auf jeden Fall sowas wie Kochdinger. Und hier haben wir das hier. Und hier haben wir, wie gesagt, Wasser. Also wir haben das Wasser ja schon. Oh. Ich glaube, ja, 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 okay. Ich glaube, wir müssen... Warte mal. Ne, das ging nicht. Das ging nicht. Das macht keinen Sinn. Wieso kann ich sie einfach von der Vase... Geht das nicht? Das ist, so, ist das nicht merkwürdig, dass wir es nicht jetzt schon befüllen können? Das ist schon merkwürdig. Wir können aber kein Koch... Oh, scheiße. Okay, jetzt kann ich es austesten auf jeden Fall. Lass mal sehen. Okay, ich werde sie flankieren. Wo lang willst du gehen? Nach links oder rechts? Da lang, okay. Respektiere ich. Finde ich okay, finde ich okay. Gehen wir hier lang und jetzt gehen wir erstmal in den Keller. Lass nicht in die Falle treten. Danke. Sehr schön, okay. Und jetzt gehen wir erstmal runter und werden da Wasser, beziehungsweise das da hinstellen. Wie gesagt, aber oh, wir brauchen halt noch ein Key und sowas für, ne? Ich weiß ja nicht, was da unten sich befindet. Wahrscheinlich wird irgendwas Wichtiges sein. Vielleicht sogar der... What? 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 Oh. Da ist doch Wasser drinne. Da ist doch Wasser drinne. Oh mein Gott, da ist Wasser drinne. Okay, nice. Aber wir haben halt noch nicht den Schlüssel, ne? Das wird uns dann leider fehlen. Leider, leider, leider. Ist aber okay. Wo ist sie hin? Ich sehe sie gerade nicht. Ich hoffe, sie ist nicht an derselben Stelle. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Lass mal sehen, ob sie hier noch ist. Nein, okay, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, wir werden als nächstes wieder hier auch Wasser reinmachen. Voll. Okay, jetzt nicht fallen lassen. Ah. Also wenn wir es jetzt fallen lassen, dann würden wir ein Problem haben.
dann würde es auch kaputt gehen anscheinend. Okay, interessant. Ah. Oh, okay, wir warten erstmal, bis sie kurz da oben geht, weil... Ja. Langsam aber sicher, genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Und werden die Vase dahin tun, an die eine Stelle. Okay, let's go. Lass mal sehen. Vorsichtig, hier drauf tun. Passiert jetzt irgendwas? Wir brauchen... Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Padlock-Key für... Ja. Ich weiß nicht genau, wo wir es finden sollen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hat der Typ vielleicht irgendwas hier oder so? Oder... Okay, wir brauchen aber keinen Eimer schon mal. Das ist eine gute Sache. Also, wir lernen dazu. Wir lernen langsam aber sicher dazu. Natürlich befinden sich die Gegenstände mal an anderen Stellen. Sie können sich halt wirklich überall befinden, ne? Okay, sie geht da lang. Ich werde mal kurz hier gucken. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oh, ne, hier ist nur ein TTV. Da habe ich nichts übersehen, aber... Okay, jetzt wo sie dort ist, werde ich nochmal in die zweite Ebene gehen. Wie gesagt, in der zweiten Ebene habe ich das Gefühl, da ist das meiste, weil die absolut gigantisch ist. Okay, lass uns mal hier kurz umschauen. Habe ich irgendwas übersehen? Hm. Ja, habe ich das schon mal auf... What? Ich... Warte mal kurz. Ist bei der zweiten Stelle auch noch was, oder? Nein, okay. What? Ich kann es nicht glauben. Padlock Key ist also hier. Oh, scheiße, okay. Ich werde sie erstmal hier herlocken. Wir müssen sie herlocken. Und dann werde ich nochmal... Warte mal, Padlock Key? War das jetzt quasi... Verdammt, ich überlege gerade. Padlock Key war schon für unten, oder? Ja, ja, das war für unten auf jeden Fall. Genau, komm her. Wir werden sie erstmal hier flankieren. Genau dasselbe Spiel beim letzten Mal. Es klappt normalerweise in der Regel fast immer. Jetzt werden wir warten hier. Sie kann sich wieder entscheiden, wo sie lang geht. Ah, diesmal geht sie hier lang. Okay, respektiere ich. Oh, scheiße. Oh, 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 ich könnte fast nicht da lang gehen. Fast wurde ich aufgehalten. Alles gut, alles gut. Okay. Dann gehen wir hier lang. Let's go. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal unten. Ich glaube, sie sollte mich jetzt mittlerweile schon verloren haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das werden wir jetzt aber fahren. Alter, das ist intensiv gerade. Da muss es jetzt irgendeinen Gegenstand geben, der crazy ist. Okay, sie lacht. Keine Ahnung, wieso, was sie zu lachen hat. So. What? Oh. Okay. Aber das ging vorher auch gar nicht auf, ne? Oh mein Gott. Warte, reicht das aber? Das reicht. Ja, 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 doch, doch, das wird reichen. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass sie hier nicht sein wird. Langsam. Nice. Let's go, let's go. Okay, langsam aber sicher. Oh, sie ist an der Stelle, wo ich sie nicht haben will. Wo lang wird sie gehen? Wird sie zurückgehen oder wie sieht's aus? Hallo Granny, wo lang gehst du jetzt? Also sie geht da lang. Okay, dann warten wir erstmal kurz. Ich überlege gerade, wo der Chat war. Ich glaube, er war links von mir, ne? Hoffentlich war er links von mir. Wenn ja, dann wäre es absolut Jackpot. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, sie geht da lang. Meinetwegen soll sie machen. Okay, langsam, langsam. Gehen wir hier rein. Genau, perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Huh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann wollen wir das Kabel da mal dran befestigen. Ich hoffe, sie wird nicht einmal rumgehen. Das wäre ein bisschen blöd. Kabel hier ran. Läuft es? Läuft es? Es läuft, oder? Es führt in die zweite Ebene. Ja, es läuft. Okay, also die anderen Sachen sind nur zu Deko da, glaube ich. Weil da gibt es so viele Stecker, ne? Deswegen war ich mir da halt nicht sicher. Aber okay, wir gehen jetzt in die zweite Ebene. Und werden jetzt einfach mal kurz dann nachsehen, was sich dort verändert hat. Weil, die, warte mal, die Kabel führen genau an diese... Okay, okay, okay. Ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Wir müssen ja nur den Kabeln folgen, richtig? Okay, ist sie hier irgendwo? Bitte nicht. Okay, es könnte sein, dass sie in der zweiten Ebene leider ist. Ich sage nur, es könnte sein. Okay. Ist sie hier irgendwo? Okay, okay. Dieses Zimmer ist es nicht. Es ist das erste Zimmer, oder? Es muss. Es muss. Was haben wir aber angemacht? Wir haben noch die Toiletten, ne? Wir haben noch die Toilette. What? Ach, da, okay, ich habe mich gewundert, da ist ein Schlüssel. Okay, lass mal hier lang gehen. Ah! Ah! Oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, müssen wir doch in die dritte Ebene gehen? Könnte auch sein, dass wir in die dritte Ebene gehen müssen. Um den Generator dort zu aktivieren. Obwohl... Ah, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Könnte aber sein, wir probieren es einfach mal. Lass mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Wir gehen mal in die dritte Ebene. Langsam aber sicher. Wie gesagt, sie könnte überall sein. Okay, ist sie hier in der dritten Ebene? Sieht nicht danach aus. Oh! Okay.
So viel zum Thema sieht nicht danach aus, ist schon klar. Genauso viel zum Thema sieht nicht danach aus. Scheiße. Scheiße, okay. Meine Steuerung hat verkackt. Okay, geh schnell hier rein. Okay, wir sollten sicher sein, sie hat nicht gesehen, wie ich hier reinkam. Okay, sie hat nicht gesehen, wie ich hier reinkam. Also, ich trinke jetzt ganz selbstbewusst einfach mal einen Schluck Wasser, ne? Mhm. Habe ich so gesagt, sie hat nicht gesehen, wie ich hier reinkam. Wir müssen jetzt mal warten, bis sie abhaut. Wir warten kurz, schauen mal, wo sie lang gehen wird. Und das bedeutet so lange ungefähr. Okay, 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 okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich überlege gerade, ob wir damit den Rato jetzt angemacht haben hier. Ich bin mir nicht ganz... Ja, ja, doch, 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 doch. Das könnte irgendwas sein. Und zwar zieh das mal rein. Gate. Nee. Nein. Gibt's da einen anderen Weg, um hier rauszukommen? Ich bin mir halt nicht sicher. Nee. Das funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir gehen hier lang. Let's go. Let's go. Okay. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Let's go. Nee. Das war ein Ende. What? What? Ah, er ist unsichtbar. Oh mein Gott. Das Ende. Okay. Ich glaube, der Opa wird auch angezeigt werden. Der hat eine Stufe. Hat er die immer dabei? Hat er die immer dabei? Das ist meine Frage gerade. Tja, wir haben das erste Ende bekommen. Also wenn ihr noch eine Folge davon sehen wollt, wir können es mit Granny, wir können es mit Grandpa spielen, wir können es auf schwer spielen, wir können auch alles mögliche machen. Auf jeden Fall bestimmte Challenges und so weiter und so fort. Also schreibt es euch in die Kommentare. Bitte lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ich will sehen, wie es gut ankommt, das Video, weil ich meine, es ist Granny 3. Es muss gut ankommen, okay? Also lasst Daumen nach oben da, abonnieren kostenlos. Aktiviere die Glocke, und zwar neben dem Abonnier-Button ist eine Glocke, da kannst du abonnieren. Und ja, genau, gibt's noch was zu sagen? Genau, Instagram, alles mögliche in der Beschreibung, könnt ihr meinem Instagram folgen, da poste ich regelmäßig Bilder und so weiter und so fort. Twitter benutze ich zwar selten, da könnt ihr mir auch folgen, meinetwegen. Also ich habe viel Sachen in der Beschreibung, denen ihr folgen könnt. Also ja, und mein Merch, genau, check mein Merch ebenfalls aus und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!